Äußerst präzise trifft die JDAM-Bombe ihr Ziel. Am Mittwoch führte ein strategischer US-Bomber vom Typ B-1 zusammen mit südkoreanischen und US-amerikanischen Kampfjets einen Übungsflug über der koreanischen Halbinsel durch. Dabei wurden gelenkte JDAM-Waffen, Joint Direct Attack Munition, abgeworfen. Es handelt sich laut der US-Luftwaffe um ein Leitsystem, das ungelenkte Freifallbomben mithilfe einer Navigations- und Steuereinheit in Präzisionswaffen verwandelt. Das Übungsziel: stillgelegte Bunker. Denn die Munition kann die Schutzbauten durchbrechen, wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte. Südkorea verkündete einen Tag zuvor, alle militärischen Aktivitäten entlang der Grenze zu Nordkorea wieder aufzunehmen. Nachdem der 2018 geschlossene Militärpakt, der Spannungen abbauen und militärische Zusammenstöße verhindern sollte, ausgesetzt worden war. Der genaue Ort des Übungsfluges ist nicht bekannt.